Ja, herzlich willkommen zum in diesem Jahr vierten digitalen Elternabend von Joaquin, heute zum Thema Kinderpodcasts. Mein Name ist Carsten Neumann. Ich leite das Projektbüro der Initiative Joaquin und werde Sie ein wenig durch den Abend führen. Erlauben Sie mir eine geworden noch zur Initiative Joaquin. Joaquin ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums von ARD, ZDF und der Programmzeitschrift TV Spielfilm. Joaquin gibt es seit 15 Jahren und hat sich zur Aufgabe gesetzt, Eltern und Erziehende darin zu unterstützen, die Mediennutzung ihrer Kinder aktiv zu begleiten. Mediennutzung von Kindern, das ist natürlich auch bei den Podcasts ein Thema. Zwei Experten sind heute Abend zugeschaltet. Das ist einmal Christine Langer. Christine Langer ist Mediencoach bei Schauhin und in dem Zusammenhang gerade was Film, auch was Hören angeht. Expertin. Der andere ist Michael Schulte, Gründer und Vorstandsmitglied von Orca. Was Orca ist, wird Herr Schulte uns nachher noch einmal erzählen. Einige kleine organisatorische Fragen vorab. Schreiben Sie uns gerne Fragen im Chat, die nehme ich gerne auf und beantworten wir im Anschluss an die Präsentation, die wir gleich sehen. Diese Sendung wird aufgezeichnet und in circa 7 bis 10 Tagen auf dem YouTube-Kanal von Joaquin ausgestrahlt. Die Präsentation, die Sie sehen, können Sie anschließend zum Download herunterladen. Vielleicht ganz kurz zur Agenda. Vorgestellt habe ich mich und die beiden Experten. Dann werden wir zum Thema Kinderpodcast hören als Kompetenz. Und natürlich, das wird, glaube ich, alle sehr interessieren, woran höre ich oder kenne ich eigentlich ein gutes Angebot für Kinder im Netz. Schulte wird dann nochmal Orca vorstellen. Frau Langer gibt einige Tipps, was wir von Schauhin zu diesem Thema haben. Es gibt noch einige Links. Es gibt dann eine offene Fragerunde, wo Sie uns Fragen stellen können, wo wir noch Fragen haben, die wir hier im Projektbüro bekommen haben. Und zum Schluss, das können wir natürlich auch machen, das werde ich nachher nochmal zeigen, können Sie uns jederzeit Fragen stellen. Deshalb wäre jetzt auch meine erste Frage vielleicht, Frau Langer. Frau Langer, man könnte es ja so sagen, Hören ist ja etwas ganz, ganz Elementares. Und vielleicht in diesem Zusammenhang ist denn Hören auch eine Kompetenz? Ja, in jedem Falle ist Hören eine Kompetenz. Und zwar ist es die erste kommunikative Fähigkeit des Menschen. Das Erstaunliche ist ja, dass Säuglinge, Embryos schon im Mutterleib hören, dass das Gehör sich sehr früh ausbildet und einer unserer wichtigsten und ersten Sinne ist. Und deswegen ist es gut zu wissen, dass wir unsere Ohren schützen sollten, das Gehör schützen sollten und sehr sorgfältig damit umgehen. Und wenn ich kompetent hören kann, also wenn ich in der Lage bin zu hören, dann habe ich eine gute und wichtige Voraussetzung, mir Wissen anzueignen. Also für die kognitive Entwicklung ist Hören eine Grundvoraussetzung, aber auch für die emotionale Entwicklung. Denn über das Hören, nehmen wir mal beispielsweise Musik oder Stimmungen, Geräusche, nehme ich gleichzeitig auch Gefühle wahr. Also wenn ich als Säugling, als Kleinstkind eine vertraute Stimme höre, reagiere ich darauf, ich kommuniziere schon mit bekannten Personen, entwickle Laute und höre dann aber auch ganz genau, wie sich meine Umgebung darstellt, ja, ich lerne Dinge zu differenzieren und bin in der Lage, auch schon als Säugling und Kleinkind Dinge zu unterscheiden. Damit sammle ich sozusagen auch ein Hörwissen. Und mit diesem Hörwissen verbindet sich dann natürlich auch, wenn ich zum Beispiel Tierlaute unterscheiden kann oder Klänge unterscheiden kann, Geräusche von Fahrzeugen oder sonstige Dinge, was so kleinen Kindern halt in ihrem Alltag begegnet, womit sie sich auseinandersetzen, dann habe ich auch für die Sprachentwicklung eine Voraussetzung. Das heißt, wenn ich gut hören kann, also von meinem Organ her, wenn ich deutlich hören kann, zielgerichtet hören kann, fördert das oder unterstützt das meine Sprachentwicklung. Also wenn Beziehungspersonen in der Kindereinrichtung oder in der Familie mit mir Laute üben, Worte zu mir sprechen, fange ich an, das natürlich auch aufzunehmen als kleiner Mensch und kann damit dann auch Sprache selber
aktiv wiedergeben und das Sprechvermögen entwickelt sich auch ganz deutlich übers Hören. Genau, und so geht es ja in der Kindheit dann später ja auch weiter. Also wenn Kinder viel hören und vielleicht noch nicht so gut lesen können, was ja erst danach kommt, dann ist Zuhören natürlich eine gute Basis, um seine Sprache weiterzuentwickeln, um, ja, man entwickelt seine Sprache ja auch im Umgang mit anderen Menschen. Das sieht man ja bei Kindern, mit wem die zu tun haben, was sie für Wörter nach Hause bringen manchmal. Und so ist es sicherlich auch, ja, durch das Zuhören mit anderen Menschen, natürlich auch mit Hörspielen, mit Geschichten, mit dem abendlichen Vorlesen, dass dort einfach ein Sprachschatz auch weiterentwickelt wird und deshalb auch das Hören eine gute Basis ist, um seine Sprache, seinen Sprachschatz weiterzuentwickeln. Und ja, es ist dann auch eine Basis für eine soziale, als eine soziale Kompetenz wichtig, zuhören zu können, auch mal Geduld zu haben und Dinge zu erschließen. Und letztendlich, wenn wir jetzt bei den größeren Kindern sind, sozusagen eben aus dem Kleinkindalter bis hin zu den Grundschulkindern, dann ist es einfach, da ich jetzt so aus dem Radiobereich komme, lange Jahre für öffentlich-rechtliche Sender auch arbeite bis heute und auch für Kindersendungen, da habe ich immer wieder festgestellt, da ich auch für Erwachsene natürlich gearbeitet habe, Kinder sind einfach eine sehr besondere Zuhörergruppe. Eine besondere Hörergruppe und nicht die von morgen, sondern wahrscheinlich die besten von heute. Ich habe Kinder immer als, ja, als eine Hörergruppe erlebt, die sehr lange zuhören kann, die sehr lange Geschichten ertragen kann. Also wenn man dann immer hört, der Beitrag muss 3 Minuten lang sein im Radio oder nur 1,30. Kinder halten durchaus mehrere Stunden durch und bleiben am Ball und hören Geschichten auch gerne 10-mal. Ich glaube, so viel Zeit haben Erwachsene heute gar nicht mehr, so viel zuzuhören, auch bei Geschichten. Und deshalb, ja, da gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Wünsche ich mir für Kinder auch möglichst viel Material, viele Möglichkeiten, Dinge sich anzuhören. Gut, eine Möglichkeit sind halt Angebote im Netz oder halt auch direkt im Radio. Es gibt noch 3 tägliche Kindersendungen von WDR, BR und Deutschlandradio, die aber mittlerweile auch wissen, dass Kinder nicht unbedingt um 15 Uhr oder um 14 Uhr, oder wann die Sendung dann läuft, manchmal auch 18:30 beim BR abends, dass die nicht unbedingt zu dieser Uhrzeit Zeit haben. Deshalb hat sich das ja in den letzten Jahren dann auch ins Internet bewegt. Man hat heute auch Audiotheken, die man wie ein Radio bedienen kann, nur dass man sich nicht an die Sendezeit halten muss. Es gibt auch Apps, Podcasts im Sinne von, ja, dass man sich das in iTunes oder anderen Angeboten herunterladen kann regelmäßig. Also da hat sich sehr viel entwickelt. Der Begriff Podcast kann alles Mögliche bedeuten. Manche verstehen darunter, dass halt sich Leute unterhalten über ein Thema. Das gibt es bei Kindern weniger. Das sind eher die klassischen Sendungen, die halt ins Netz gestellt werden regelmäßig, und Hörspiele, Hörbücher. Neben den Angeboten der öffentlich-rechtlichen, die ich jetzt gerade da erwähnt habe, gibt es auch wirklich originäre Podcasts, habe ich es mal genannt, wie die von Kidspots und Freitextkatze, die halt wirklich fürs Netz produziert sind, die nicht irgendwo ein Radioprogramm haben. Und dann gibt es so als dritten Bereich, den ich da ausmachen würde, Hörportale mit Hörspielen, wo es halt zum Beispiel einmal ein freies Angebot gibt, wie das von Orca, wo wir auch Hörspiele extra fürs Internet, fürs Netz produziert haben, oder kommerzielle Anbieter wie Audible, wo man halt mit einem Abo-Modell dann reinkommt. Insgesamt muss ich sagen, die Angebote, die wirklich frei verfügbar sind im Internet, Hörspiele, Hörgeschichten, also Lesungen oder Reportagen, lange Feature für Kinder, das ist noch relativ überschaubar, und vielleicht ist es auch einfach noch eine Marktlücke oder ein Bereich, wo man einfach noch sehr viel auch anbieten könnte. Meine Erfahrung ist jetzt mit Orca, dass das eigentlich nur mit Fördermitteln geht, mit jemandem, der das unterstützt. In dem Fall war das das Bundesfamilienministerium zusammen mit der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Da haben wir insgesamt über 100.000 Euro in Inhalte gesteckt. Der Vorteil unseres Vereins ist, dass wir sozusagen die Redaktionsarbeit, das Organisieren im Hintergrund ehrenamtlich absolvieren, und wir diese Mittel komplett in Inhalte damals stecken konnten. Dadurch sind dann diese 80 Hörstunden,
entstanden. Und das Ganze unterteilen wir in Altersgruppen, damit auch Eltern eine Orientierung haben. Auch die Kinder, ist das was für mich oder nicht? Zum Beispiel 3 plus 5 plus 8 plus 12 plus, was nicht heißt, dass die 12-Jährigen die Dinge ab 3 plus nicht hören können. Das sind zum Beispiel die Märchen. 5 plus sind halt eher Geschichten, wo es auch dann für 5-Jährige nicht zu schwere Kost ist. Wir legen bei Orca den Schwerpunkt auf Hörbüchern und Hörspielen. Das haben wir uns einfach mal, haben wir einfach mal so festgelegt, weil wir da sehr professionell arbeiten können mit Sprechern, die auch bekannt sind. Anke Engelke und Katharina Thalbach waren so Kaliber, die wir uns nicht immer leisten können und die auch nicht immer zu uns kommen können, aber die auch dabei sind und auch sehr viele Hörbuchstimmen, die in Berlin angesiedelt sind, die wir dann auch einfach für die Produktion gewinnen konnten. Und dank des Etats oder dank der Fördermittel auch vernünftig honorieren konnten, damit es auch tolle Produktionen werden, die mit den anderen mithalten können. Das Besondere an Orca ist eigentlich, dass es jederzeit verfügbar ist. Also es hat keine Sendezeiten, es ist kostenlos, es ist werbefrei. Und immer wenn wir was Neues produzieren, ist uns wichtig, dass wir die Rechte, dass uns die dauerhaft zur Verfügung stehen, wie nach einem Jahr oder nach 7 Tagen, wie das manchmal im öffentlich-rechtlichen Bereich ist, die Dinge wieder offline gestellt werden müssen. Und wir wollen auch kein Abo und auch möglichst niedrigschwelligen Zugang. Das heißt, man geht auf orca.de, drückt auf den Play-Knopf und es geht los. Also man braucht keinen Account. Und ja, im Prinzip ist die Nutzung anhören oder als MP3-Datei runterladen. Das heißt, Eltern haben auch die Möglichkeit, einen sehr geschützten Raum für das Kind einzurichten, nämlich einen MP3-Player oder ein anderes Gerät, ein Tablet, wo dann die Dateien drauf sind und angehört werden können. Ja, und neue Hörspiele, da sind wir halt immer wieder dran, dass man Fördermittel und Spenden zusammenbekommt. Zuletzt waren es 100 Märchen im vergangenen Jahr und jetzt werden wir wahrscheinlich eine Live-Lesungsreihe in Berlin starten, wo halt die Aufnahmen dann auch online gestellt werden. Ja, kommen wir zu den Schau-Hin-Tipps. Wollten Sie noch was fragen? Das kann ich nachher fragen. Ich wollte ja schon fragen, wie Sie die Auswahl, wer die Auswahl bei Orca oder die Kolleginnen und Kollegen die Auswahl treffen. Die Auswahl der Hörbücher, das war halt so eine Phase, wo wir relativ freie Hand hatten. Es war schon klar, dass wir ja, die Eltern als Zielgruppe mitdenken. Also wir wollten tolle Geschichten haben, hatten aber auch einen begrenzten Etat. Also wenn man alles neu schreiben lässt, das haben wir auch gemacht, da kostet eine Stunde dann schnell mal 2.000 Euro allein für die Autorenleistung. Wir hatten aber so um die 100.000 zur Verfügung und hatten auch vor, eine bestimmte Anzahl von Hörstunden ins Internet zu stellen. Und daher haben wir uns auf, auch, sind wir auf Klassiker, haben wir auf Klassiker zugegriffen, das Dschungelbuch, die Schatzinsel, Robinson Crusoe, solche Stoffe, die wir aber nochmal speziell für Orca aufbereitet haben. Das heißt, wir mussten natürlich die Honorar- oder die rechtefreie Originalausgabe nehmen und haben dann nochmal zum Beispiel Robinson Crusoe von 10 Stunden Sprechlänge original auf 3 Stunden eingedampft. Und das Kinderbuch ist oft eine Stunde lang. Also das sind, da haben wir einfach im Klassikerbereich geguckt. Wir haben einzelne Autoren beauftragt, neue Geschichten zu schreiben. Die kamen so aus dem Ohrenbär-Bereich. Ohrenbär ist eine Sendung, die beim RBB produziert wird, für WDR und NDR auch. Und dann gab es auch Autoren, die gesagt haben, hier, ich habe Stoffe geschrieben für Bücher, also ich habe Bücher geschrieben und ich habe noch die Audiorechte. Da haben wir dann bei Oscars Abenteuer dann die Produktionsrechte für diese Inhalte bekommen. So war das so eine Mischung aus verschiedenen Richtungen und natürlich auch immer so ein bisschen das Digital im Blick. Und leider. Ja, also das, was Herr Schulte so beschreibt, ist eigentlich genau das, was wir ja auch unter Hörgenuss und Hörvergnügen, haben wir es mal genannt, das soll ja dabei herauskommen, wenn wir uns mit Hörangeboten beschäftigen. Und der Punkt 2, handwerklich gute und sorgfältig erstellte Produktionen, das ist ein Anspruch, den wir Eltern immer ans Herz legen, dass man da die Ohren aufsperrt und auch tatsächlich nochmal genauer hinhört. Und wie Sie das beschreiben, Herr Schulte, ist ja bei Orca sehr viel
handwerkliche Arbeit, sehr viel Überlegen auch geht mit einher, bevor etwas online gestellt wird. Und das ist eine gute und wichtige Voraussetzung, auch qualitativ hochwertige Dinge für Kinderohren anzubieten. Dazu kommen, wenn Sie es auf Ihrem Portal auch unterteilen, ist unsere Empfehlung, altersgerechte Themen und Sprache zu wählen. Das heißt, wenn ich ein jüngeres Kind habe, darf der Stoff natürlich nicht so kompliziert sein, hat vielleicht auch einen anderen Geschichtsverlauf. Und für jüngere Kinder sind andere Themen interessant, Familie, Tiere, der Bauernhof oder Dinge aus dem familiären und Alltagsleben der Kinder, also den Kindergarten als jetzt bei etwas älteren Kindern, die schon in der Schule sind oder die sich vielleicht auch gerade mit neuen Medientechniken auseinandersetzen möchten und oder spannende Abenteuergeschichten und vielleicht auch mal eine Geschichte mit Gruselfaktor anhören möchten. Gut aufgebaut sollten die Geschichten sein, also einen logischen Verlauf haben. Und für Kinder ist eigentlich zumindest bis zum Alter von 10 Jahren auch sehr wichtig, dass die Geschichten abgeschlossen sind, also nicht abrupt aufhören, kein offenes Ende anbieten. Das kann man machen, wenn man vielleicht eine Geschichte oder eine Reportage hat, wo man weiterdenken soll, wo man ins Gespräch kommen möchte. Aber wenn es eben halt eher in dem Freizeitbereich ist, dann sollte das ganze Erlebnis abgeschlossen sein, sodass Kinder sich auch dann wieder aus dem Erlebten lösen können. Eine Anschlusskommunikation mit den Eltern oder mit Geschwistern stattfindet, das ist immer gut. Und dann ist auch wichtig zu beachten als Punkt 4, dass das Hörerlebnis eine altersgerechte Länge hat. Und das finden Eltern vermutlich ganz gut heraus. Wir hatten vorher ja schon mal so überlegt, Kinder hören durchaus gerne auch lange, hatten Sie ja auch erwähnt. Aber dennoch schaue ich danach, ob mein Kind überfordert wird oder vielleicht müde ist, weil am Tag auch noch andere Dinge sich ereignet haben. Und das ist so ein Anhaltspunkt, wo ich gut als Elternteil entscheiden kann, wie lang soll denn dieses Hörerlebnis dann heute oder am Wochenende sein? Gut, wichtig, Sie hatten ja auch auf mehrere Dinge hingewiesen, dass man eben halt auch bei Hörangeboten immer auf Rechte achten muss, dass man eben halt auch Angebote macht, die jetzt nicht erschlichen sind oder die vielleicht, also es gibt sicherlich auch Hörangebote, wo man sich vergewissern muss, ist die Quelle, die mir dieses Hörerlebnis anbietet, auch seriös oder sind das zum Beispiel Raubkopien? Da könnte ich rechtliche Probleme bekommen, wenn ich das herunterlade. Und die Werbefreiheit ist im Zusammenhang mit Kindern wäre uns auch wichtig, dass Kinder eben halt nicht durch Unterbrechungen oder durch Kaufanreize eben halt vom eigentlichen Geschehen und vom Hörerlebnis abgelenkt werden. Das wäre wahrscheinlich eine Überbeanspruchung. Das ist immer unsere siebte Empfehlung, die letzte. Hören Sie den Podcast am besten vorher an. Manchmal hat man als Elternteil nicht die Zeit dazu, aber wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob vielleicht der Geschichtenverlauf oder wenn es eine Hörspielinszenierung ist, da geht es um Geräusche, um Stimmen, vielleicht auch um spannende Szenen. Es ist gut, zumindest mal reinzuhören und vorbereitet zu sein, was erwartet mich und mein Kind. Und gerade bei jüngeren Kindern würden wir uns freuen, wenn sie ganz viel mit Kindern zusammenhören. In der Regel ist Zuhören für Kinder auch so ein bisschen so ein kleines Abstellgleis. Hört ihr das mal, dann habt ihr eine gute Beschäftigung und ich kann in der Zeit als Elternteil vielleicht etwas anderes realisieren, aber es macht auch unglaublich viel Spaß, gemeinsam in eine Geschichtenwelt einzutauchen und sich da gemeinsam was anzuhören. Das wären also die Schau-Hin-Tipps nochmal so als Überblick, 7 an der Zahl, und dann hätten wir natürlich noch in dem Bereich gerade etwas. Könnte einmal bitte jemand für mich weiterklicken? Ja. Danke. Selbst kreativ sein, auch in der Familie, das ist so ein Bereich, der vielleicht Ihnen in die Hände spielt, Herr Schulte, wenn Sie sagen, es gibt noch ein überschaubares Angebot.
Es ist ja heutzutage technisch nicht mehr so schwierig, überhaupt Audioaufnahmen zu machen, die qualitativ auch hochwertig sind. Und man könnte zum Beispiel Geräusche, Stimm- oder Klangrätsel erstellen. Das kann man in der Familie erstmal machen, dass man ganz normale Alltagsgeräusche wie das Klingeln des Handys, weiß ich nicht, oder die Wasserspülung oder ein laufender Wasserkran, die Spülmaschine aufnimmt und dann daraus ein Rätselspiel macht, zum Beispiel in der Familienrunde. Das können Kinder untereinander machen, aber das kann man natürlich auch mit Erwachsenen und Kindern machen. Und wenn jemand dort Anregungen sucht, dann würden wir die Seite auditorix.de empfehlen, die wirklich verschiedene Techniken, technische Voraussetzungen, aber überhaupt auch Anregungen gibt. Womit beschäftigen wir uns im Bereich des Hörens eigentlich? Mit der Stimme, mit Geräuschen, mit Klängen und zu vielen Bereichen gibt es dort einfach auch sehr spaßige Angebote. Es gibt Geräuscherezepte, man kann sich Geräusche herunterladen oder Musik runterladen, um dann tatsächlich auch in eine stimmungsvolle Gestaltung zu kommen. Genau. Gehen wir noch eins weiter. Braucht nochmal Hilfe. Von Noch eine hier. Seite weiter. Bitte. Nein, genau. Die Wenn Kinder mit Ihnen gemeinsam Podcasts oder Hörprodukte erstellen, sage ich jetzt mal, ist natürlich damit auch gleich verbunden, dass das Sprechen geübt wird und auch das Hören. Also ich höre meine Stimme, aber ich höre dann auch, wenn ich zum Beispiel undeutlich spreche oder mir fällt vielleicht auch als Elternteil auch, dass mein Kind vielleicht Buchstaben verdreht, was mir sonst noch nicht so aufgefallen ist. Und durch so eine Hörproduktion kann man da vielleicht aufmerksam werden. Aber insgesamt lernen Kinder natürlich Sprache gezielt einzusetzen, Stimmen gezielt einzusetzen. Sie können laut und leise unterscheiden, die Wirkungen unterscheiden, was das auch emotional auslöst beim Zuhörer. Und ein zweiter Schritt ist aus unserer Sicht natürlich, aus medienpädagogischer Sicht, sie lernen unglaublich viel im Bereich der Medienkompetenz. Also wenn ich selber etwas aufnehme, weiß, welche Schritte da notwendig sind, dann kann ich mir auch vorstellen, wie ist das denn eigentlich in so einer Radiosendung? Was passiert da alles und auch wie aufwendig das ist. Und natürlich sind Hören und Hörmedien immer auch ein Anlass in der Familie über den ganzen Bereich des Hörens zu kommunizieren. Also dazu gehört dann ja auch, wann ist es mir zu laut, was ist Lärm für mich oder eben halt die Bereiche, wie wir auf der Folie stehen, dass man sich mit den einzelnen Bereichen vielleicht dann auch intensiver und auch gerne auseinandersetzt und denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber auch ein bisschen mehr Austausch widmet. Gut, mehr Tipps haben wir nicht, jetzt haben wir noch den Tipp. Die Tipps kann man sich nachher in der Präsentation nochmal angucken, nochmal in Ruhe sich auf den Seiten nochmal ein bisschen tummeln, gucken, was ist da, beides ist natürlich da auch Orte, aber auch Auditorix, Frau Langer hat das gesagt, wo man selber auch nochmal das machen kann, aber eben auch Dinge, die man sich mal angucken kann und die dann gemeinsam mit. Ich glaube, was vielleicht wahrscheinlich Eltern, die natürlich Eltern immer interessiert, ist so, Herr Schulte, nochmal die Frage an Sie, Hausregel, woran erkenne ich denn jetzt eigentlich, ob sozusagen ein Hörbuch oder ein Podcast gut ist? Ja, ist natürlich einmal eine Geschmacksfrage. Gut, man kann natürlich als Eltern selber mit reinhören. Das hat ja Frau Lange auch besprochen, dass man schon zusammen mit Kindern, gerade bei kleineren Kindern, genau wie man es bei Videos halt auch tut oder im Fernsehen, erstmal zu schauen, ist es ein Fernsehprogramm, ist es eine Sendung, die meinem Kind gut tut. Und Kinder haben da relativ ein gutes Gefühl dafür, ob ihnen etwas gefällt. Manchmal gefällt uns irgendwas im Fernsehen auch inhaltlich nicht so. Das ist vielleicht dann bei einem Podcast auch so, wenn da irgendwelche Wörter, Kraftausdrücke dabei sind, die Kinder aber sehr gut finden. Also insgesamt kann man auch ein bisschen dem Kind überlassen, wenn es inhaltlich jetzt nicht bedenkliche Dinge sind. Würde ich sagen, kann man ausprobieren und dann
wird man das feststellen, wenn man, wenn Kinder dann Hörbücher auch ein zweites Mal hören, ein drittes Mal. Ja, die sind einfach nicht mit einem Mal zufrieden. Die wollen dann, wenn sie ihnen irgendwas gefallen hat, das Ganze dann auch mehrfach hören und spielen dann gleichzeitig. Also irgendwann kann man sie natürlich auch damit allein lassen dann. Genau, das wäre eine Frage, auch eine Frage, die uns öfter gestellt wird. Es ist schwierig, das so generell zu sagen, aber ab welchem Alter können Kinder denn eigentlich auch den Podcast alleine hören? Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man schon mit 4, 5 Jahren, wissen die ja alle, wie die Geräte funktionieren, dann können die uns schon fast was beibringen mittlerweile. Vielleicht sogar schon früher, bei mir, bei meinen Kindern ging es da so mit 4, 5 Jahren los und dann hatten die halt noch einen MP3-Player irgendwann, wo dann Hörspiele angehört werden können oder der Kassettenrekorder, den es auch immer noch gibt, der auch Vorteile hat, weil er ja eine Start- und Stopptaste hat und man nicht immer von vorne hören muss, wenn man mal ausgemacht hat. Also da kann man, das merkt man ja auch, ob Kinder damit was anfangen können, ob sie zwischendurch lachen, wenn sie Kopfhörer aufhaben, also ob sie wirklich bei der Geschichte dabei sind, ob es sie fesselt. Das sind ja gute Qualitätskriterien oder Merkmale, woran man feststellen kann, dass etwas geeignet ist. Und ich muss feststellen, natürlich ist heute ist viel einfacher geworden, Audio aufzunehmen. Das kann man mit jedem Smartphone machen. Die Produktion ist aber wahrscheinlich genauso aufwendig wie schon immer, wie früher. Also man letztendlich tut man sich keinen Gefallen, das alles mal eben so aufzunehmen. Diskutieren auch Kinder nicht. Also Kinder wollen auch Qualität haben. Das heißt, Kinder für Kinder produzieren zu lassen, ist noch mal aufwendiger, als es mit Erwachsenen aufzunehmen, weil man natürlich auch nicht von Kindern erwarten kann, dass sie irgendwie ein Schauspielstudium hinter sich haben, eine Sprecherrolle so übernehmen können. Also Kinder erwarten Qualität, das erwarten sie auch im Kinderfernsehen, was von Erwachsenen gemacht ist. Und deshalb muss man letztendlich auch sehr viel ja, Arbeit und Geld reinstecken, wenn man gute Produktionen haben möchte. Ja, ich denke, wenn es um Hörspiele und Hörbücher geht, würde ich das unterstreichen. Wenn es um, sagen wir mal, Hörexperimente oder das Hörentdecken auch geht, dann muss man das ja nicht ganz so aufwendig machen. Man kann trotzdem dabei viele neue Dinge entdecken und es gibt auf der Auditorics-Seite, aber es gibt es ja auch als freies Angebot, ein sehr einfach zu handhabendes Mini-Tonstudio, nenne ich es jetzt mal, Audacity, wo ich doch sehr übersichtlich schon zumindest die ersten Schritte als Kind, als jüngeres Kind nicht alleine, aber wenn ich älter bin und fasziniert bin, das auch durchaus alleine handhaben kann und wo ich dann sehr schnell auch zu schönen Effekten komme mit Filtern, die mir einfach Spaß machen und wo ich dann auch experimentieren kann. Also in der Gesamtheit auf dem Niveau, so wie sie es bei Orca anbieten, denke ich auch, ist es aufwendig. Das meinte ich vorhin auch nicht so, dass man das in der Familie erreichen kann, aber um sich dem Bereich zu nähern und da einfach mehr Aufmerksamkeit zu haben und Spaß zu haben, könnte das eine Möglichkeit sein. Genau. Kinder alleine zuhören lassen. Ich denke, aus meiner Perspektive wäre noch wichtig, auch wenn, solange es schon vertraute Geschichten sind für Kinder, kann man das sicherlich bedenkenloser machen, wenn die Figuren bekannt sind und wir als Erwachsene auch wissen, wie ist der Geschichtenverlauf, wo meistert mein Kind auch eine spannende Stelle im Abenteuer. Wenn und je älter die Kinder werden, umso hörerfahrener sind sie natürlich auch und können sich dann in Einzelsituationen auch selber helfen, wenn es dann mal zu spannend ist. Ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, zumindest, dass einem das Hörstück dann bekannt ist und man etwa einordnen kann, wie mein Kind reagiert. Altersmäßig das festzumachen, ist schwierig, sagten Sie schon, Herr Neumann, aber es hängt damit zusammen, wie viel Hörerfahrung haben die Kinder auch und mit welchen Produkten. Das ist natürlich für Eltern immer eine große Frage, eigentlich in allen Bereichen. Aber Herr Schulte, Sie hatten ja vorhin auch gesagt, es gibt ja so eine Art von Alterskennzeichen bei Orca. Das ist natürlich für Eltern, wenn das richtig ist, das ist immer eine große Erleichterung, weil es eine Orientierung gibt.
Vielleicht können Sie das noch mal kurz schildern, wie Sie so für die jeweiligen Altersgruppen diese Alterskennzeichen festgelegt. Na, uns ist bewusst gewesen, als wir dann die Schatzinsel in unseren Geschichten aufgenommen haben, dass wir auf jeden Fall eine Alterskennzeichnung brauchen, weil die nur wirklich nicht unbedingt für Fünfjährige oder für Dreijährige geeignet ist. Da geht es schon ziemlich zur Sache. Auch Robinson Crusoe ist in der Originalfassung natürlich viel brutaler als in der Fassung, die man so aus den Büchern, aus den Zusammenfassungen kennt. Und auch bei uns ist es milder. Letztendlich muss man auch sagen, die Märchen sind brutal. Till Eulenspiegel ist sehr derbe von der Originalsprache. Wir haben einfach sehr viel bearbeitet und dann hatten wir hinterher so ein Gesamtgefühl, auch als Eltern, als Macher in der Produktion und haben gesagt, ja, das kann man Dreijährigen, das kann man Fünfjährigen getrost sozusagen zur Verfügung stellen und das ist eine Orientierung. Aber ich denke mal, das variiert sehr, dass auch einfach dann der Punkt ist, so, ich kenne mein Kind, ich höre mit ihm zusammen, ich schätze das ein. Das ist immer der beste Weg, so peu à peu, nicht einfach irgendwelche Geschichten hören lassen. Das ist nur eine kleine Orientierung. Ein Und, Bauchgefühl ist es oft auch. ja. Ja, Aber vielleicht auch mal die Frage an Sie auch als Mediencoach und Medienpädagogin, wie führe ich denn mein Kind an sozusagen an die Welt, auch in diesem Fall der Hörmedien, der Podcast, je nach dem Alter am besten heran? Na, ich finde, das ist ganz einfach. Also, die Hörmedien sind ja im Grunde genommen Einstiegsmedien. Also im Kindergartenalter beginne ich ja neben den Büchern eben halt mir möglicherweise kurze Filme anzuschauen. Aber Hörmedien sind ein ganz elementarer Zugang auch. Also wird Kindern von Elternseite sehr häufig angeboten. Es ist in vielen Betreuungseinrichtungen üblich, dass beispielsweise für eine Entspannungsphase Musik angehört wird oder für die Mittagspause oder den Mittagsschlaf eben halt auch Hörangebote gemacht werden. Und wenn ich zu Hause bin, glaube ich, also zumindest bei uns in der Familie hat so funktioniert, einfach aus der eigenen Lust am Hören, also dann tatsächlich dann gemeinsam mal vorzuschlagen, eine Kindersendung anzuhören. Wir hörten vorhin von der Bärenbude, das ist ein guter Einstieg, als kurze, kleine Abendgeschichte oder auch Nachmittaggeschichte, je nachdem, sich so langsam herantasten und dann auch herauszufinden, mag mein Kind sich konzentrieren, hat es Lust, sich auf Geschichten einzulassen. Und dann eben halt die Angebote auch auszuweiten. Wenn ich im Vorschulalter bin, sind Wissensinformationen immer sehr gefragt. Und da Kinder sind in dem Alter ja sehr entdeckungsfreudig und wissbegierig. Wenn ich da mir zwei oder drei Dinge aussuche und dann gemeinsam mit dem Kind spreche, auch über das, was wir gehört haben, zum Beispiel, ist das ein guter Anreiz und das einfach selbstverständlich mit in den Alltag einbauen. Kinder haben ganz häufig den Wunsch auch, sich zurückzuziehen, auch wenn sie jünger sind, zum Beispiel, weil sie eben vom Alltag belastet sind, von der Schule oder von der Kindertageseinrichtung und dann kommt schon automatisch die Frage, darf ich jetzt was anhören? Und da kann ich dann ja auswählen, je nach Stimmungs- oder Beanspruchungslage des Kindes dann auch entweder was Musikalisches oder eben halt auch eine entspannende Geschichte oder eine Lieblingsgeschichte oder so etwas. Also ich habe den Eindruck, dass ich als Eltern Teil es da eigentlich leicht habe, wenn ich ein bisschen variieren kann, wenn ich um Angebote weiß und eben halt auch auf Stimmungslagen und Interessenslagen meines Kindes schaue, dann fällt mir das eigentlich relativ leicht oder sollte es mir leicht fallen, etwas Passendes zu finden. Und später regeln also die Teenager regeln es ja dann selber auch, dann wird ja Musik immer selbstverständlicher und man muss eben halt neue Hits hören und wichtig wäre mir auch, wenn man Hören halt durch die Angebote in den Alltag einbaut, dass man da auch vielfältige Sachen anbietet, so wie die Radiosender es ja auch tun, dass man zum Beispiel Kindernachrichten anhört gemeinsam oder dass man eben halt auch Magazinsendungen oder Musiksendungen oder Mitmachsendungen. Das Angebot ist ja so vielfältig und so reichhaltig.
Und da muss man einfach selber vielleicht auch ein bisschen Spaß oder Lust dran haben. Kann man das so sagen, die Medienkarriere eines Kindes sollte eher mit Hören als mit Sehen starten oder sollte beides sagen, in Maßen? Naja, ich bin ja nie dafür, die Medienangebote gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, das halt, das finde ich, da tun wir uns nichts Gutes. Ich stelle fest, dass die audiovisuellen Angebote, also die Kombination von Hören und Sehen, die sind erreichen Kinder im Vergleich zu anderen Generationen heute früher. Es ist einfach, wird einfach viel mehr an Bildmaterial wahrgenommen. Also der Klassiker ist ja der Einstieg mit Medien, mit Büchern. Das nehmen viele Eltern noch wichtig. Da ist Sprache und Lesen und Vorlesen auch wichtig. Und ich glaube, dass das einhergeht. Also dass sowohl das Hören als auch das Anschauen von hoffentlich für die jüngeren kurzen Filmen relativ parallel läuft. Der Film jetzt schon bei jüngeren Kindern sehr viel präsenter ist als vielleicht vor 5 oder 6 Jahren. Aber ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen. Viele Eltern sind bei Filmen für jüngere Kinder manchmal zurückhaltend. Da gibt es auch eine Altersgruppe, weil sie sagen, mein Kind soll erst sein eigenes Kino im Kopf haben, entweder weil es eine Geschichte von mir hört oder an einer Hörgeschichte teilnimmt und die Bilder sind schon festgelegt in einem Film und da möchte ich als Elternteil erst, dass mein Kind im Schulalter ist. So was gibt es durchaus auch noch. Und das ist ja genau der Reiz an den Hörgeschichten oder Hörspielen und Reportagen. Ich habe es bisher eigentlich nie gehört, dass es irgendwelche Fachtagungen gibt zu den Gefahren des Hörens. Es gab eigentlich immer nur, also die Gefahren oder Schauhin weist ja auch vor allem darauf hin, die Nutzung mit Fernsehen, Videos, Spiele und dergleichen. Ich habe bisher noch keine Warnmeldung zum Podcast oder zu Hörspielen gehört. Außer dass vielleicht manche Inhalte nicht für Kinder geeignet sind, aber das stellen die auch selber schnell fest. Und das ist natürlich auch der Vorteil. Man kann sich noch sein eigenes Bild machen und das machen wir Erwachsenen ja auch teilweise noch gerne, dass wir noch irgendwelche Hörspiele hören. Kinder machen das viel, viel umfangreicher, wenn man sie ein bisschen dran führt. Das ist meine persönliche Erfahrung, auch natürlich mit Kindern, die ich über die Kinderradiosendungen kennengelernt habe. Also sagen wir mal so, das Fernsehen übt natürlich ein gewisses, also meiner Erfahrung ist es einen viel größeren Reiz aus. Das heißt, wenn Kinder die Wahl haben, Fernseh oder also Videos oder Hörspiel, dann greifen, würde ich jetzt sagen, ganz viele zum Video. Aber man merkt einfach als Eltern auch, dass Kinder viel entspannter sind, ja, wenn sie ein Hörspiel gehört haben, als wenn sie 2 Stunden Fernsehen geguckt haben. Also das ist halt was ganz anderes. Da hat man das Kind, da ist die Batterie nicht alle hinterher, sondern sie ist eher aufgeladen. Genau, weil die Beanspruchung eben halt nicht doppelgleisig ist. Ne? Das ist ja schon eine immense Herausforderung, wenn ich Bild und Ton immer in Gänze wahrnehme und dann noch das in mein Erleben mit einbaue. Genau, und das ist auch noch die Frage der Schnittfolgen. Wir haben ja nicht so eine Schnittfolgen wie in einem Film beim Hörspiel, sondern da gibt es ja durchaus mal eine Pause, es gibt mal Musik, wo man sich entspannen kann. Ist es denn ja schon aus Ihrer Sicht, die Eltern auch denken, ja, ich möchte die Hörkompetenz, das Hörerlebnis für mein Kind fördern, so einige Tipps, wie man sozusagen Kinder auch nochmal sozusagen da heranführt? Ja, vielleicht beginnt man mit kürzeren Geschichten, mit Lustgeschichten, wo man merkt, die Kinder hören zu, denen gefällt das. Und ja, durchaus auch mal spannende Geschichten, wo sie dann länger dranbleiben. Also über Humor, es muss schon natürlich witzig sein, kindgerecht, was man da sich anhört. Vielleicht auch Geschichten, die man selber früher schon gelesen und gehört hat. Das war ja auch bei den Klassikern auf Orca so ein bisschen der Hintergrund, dass wir denken, wir wollen die Eltern mit ins Boot holen, die sollen auch einen Spaß haben. Die kennen teilweise die Schauspieler, die das sprechen, die Stimmen dahinter, kennen sie aus Hollywood-Filmen. Und dass halt einfach die ganze Familie was davon hat und darüber dann auch die Kinder begeistert werden. Bei Fernsehzeiten oder bei Bildschirmzeiten,
Gibt es auch in der Tat von Schaufeln durchaus Empfehlungen, solange Kinder in dem jeweiligen Alter es nutzen? Gibt es da aus Ihrer Sicht, Frau Lange, Herr Schulte, irgendwie eine Begrenzung der Hörzeit? Oder ist es ein ganz freies Medium, wo man überhaupt gar nicht auf eine Begrenzung geht? Also ich würde auf jeden Fall immer zumindest Überforderungen und Überlastungen mit anschauen wollen. Das heißt, die Begrenzung der Hörzeit würde sich danach richten, in welcher Verfassung befindet sich mein Kind und auch welche Hörbeanspruchungen hat es möglicherweise im Verlauf seines Tages oder im Verlauf der Woche schon erfahren. Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass Kinder durchaus Entspannung und Ruhe suchen in Hörangeboten, wenn sie eben halt aus ihrem Alltag, aus ihrem lernigen Alltag manchmal bedingt durch Räume, durch große Gruppen von Kindern aus der Betreuung kommen und dass sie dafür einen Rückzugspunkt brauchen. Aber dennoch muss ja diese Entspannungsphase dann trotzdem auch tatsächliche Entspannung sein und darf dann nicht wieder zu einer Anspannung führen. Das heißt, ich würde jetzt mal ins Blaue sagen, wenn ein 4-, 5-jähriges Kind 3 Stunden am Stück Kopfkino verarbeitet, ist es genauso überbeansprucht, als würde es eben halt die gleiche Zeit oder auch ein älteres Kind vor dem Bildschirm verbringen. Das heißt, dosiert angeboten mit, und was Herr Schulte ja auch, worauf er immer hinweist, ist, dass wir merken das an den Kindern. Je jünger die Kinder sind, umso einfacher ist das regulativ. Wenn sie angestrengt sind oder keine Lust mehr haben, dann hören sie auch auf. Genau, das ist meine Erfahrung mit Fernsehen und im Vergleich zum Hörmedium, dass Kinder da viel eher loslassen können, wenn es ihnen nicht mehr gefällt, wenn sie müde sind. Und vielleicht kennen das ja auch einige, dass man auch gut mal beim Hörspiel einschlafen kann, weil man kann das halt nutzen, ohne die Augen offen zu halten. Das heißt, man kann vor sich hinträumen, man kann sonst wohin gucken. Und wenn man gleichzeitig neben dem Film irgendwas gleichzeitig machen will, dann bekommt man eigentlich nichts mit. Aber meine Erfahrung ist, dass Kinder vom Fernsehen schwieriger loskommen und auch von anderen Computerspielen, hinterher dann Smartphone und Tablet und Laptop. Wenn da Dinge laufen, da ist eigentlich dann Open End. Bei Hörspielen kommen sie von selbst, da schaffen sie es von selbst, das ist mein Eindruck. Und sagen wir mal, das als Einschlafritual, das glaube ich, ist schon seit vielen Generationen so, dass Kinder gerne zum Einschlafen auch ihre Lieblingshelden anhören und zum Einschlafen sich auch gerne nochmal eine Hörgeschichte anstellen, die sie dann ja nicht bis zum Ende hören, sondern die sie für sich benutzen, um einfach gut aus dem Tag und mit einem angenehmen Gefühl aus dem Tag zu gleiten in den Schlaf hinein. Letzte Frage. Weihnachtszeit ist ja auch Zeit, wo Familien zusammen sind, sicherlich auch Medien zusammen nutzen, sich Filme zusammen angucken. Aber heute Abend ist, haben wir ein anderes Thema. Heute Abend ist das Thema Hören. Gibt es von Ihnen beiden so einen Tipp, den Sie für die Weihnachtsferien schon jetzt parat hätten, was man als Familie sich gut zusammen anhören kann? Frau Lange, haben Sie da einen Tipp? Naja, die Frage überrascht mich jetzt. Also ich habe just heute gehört, das fand ich toll, und das wird es im Radioangebot auch geben. Es gibt heute beim WDR eine Kinderhörnacht, morgen am Freitag. Und das finde ich immer eine Kinderlesenacht, wo eben halt praktisch ja eine längere Zeit als gewöhnlich vor den Radiogeräten verbracht wird, wo man aber auch viel, zum Beispiel Schulklassen, das auch als Anlass nehmen, um einfach eine Übernachtungssache in der Schule zu arrangieren. Das heißt, das ist dann sowas wie ein Erlebnis und da würde ich schon empfehlen, vielleicht für die Weihnachtszeit gibt es das ja auch mit Weihnachtsgeschichten. Am Heiligen Abend gibt es das meines Wissens nach von mehreren Sendern. Und wenn man Plätzchen backt, Geschenke verpackt oder solche Sachen,
das durchaus gemeinsam zu genießen und oder sich vielleicht auch aufzunehmen und dann später einmal anzuhören. Also sich dann einfach in Ruhe mal auf verschiedene Dinge einzulassen. Das fand ich immer schön und das würde ich auch Familien empfehlen, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Entschuldigung, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie noch einen Tipp? Gemeinsames Hören zur Weihnachtszeit oder in den Weihnachtsferien? Was würden Sie da Ja. empfehlen? Na, aus meinen eigenen Erfahrungen, da gab es natürlich immer die schönsten Sendungen. Da hatten wir, was ich mit der Sendung Kakadu, gab es dann immer 2,5 Stunden Sendung, weil das Programm für die Kinder geöffnet wurde. Das waren auch ja, einfach nachmittags viele Möglichkeiten, um da was Besonderes zu senden. Naja, man kann natürlich zusammen einfach ein Hörspiel hören. Das kann eine 3-Fragezeichen-Kassette sein, die man selber schon gehört hat. Oder halt ein Hörbuch, was man sich runterlädt. Die Sender haben ja auch einige Hörspiele, die man so verfügbar hat. Und vielleicht einfach mal eine Stunde gemeinsam zu hören bei Kakao, Plätzchen und so weiter und Kerzen. Vielleicht eine Idee. Kalt genug ist es ja. Okay, ja, das waren jetzt auch so aus der Praxis des Projektbüros Fragen, die Eltern uns immer wieder stellen. Ich glaube, wir haben die meisten beantwortet, aber hier ist jetzt nochmal die Adresse, wenn Sie Fragen haben, natürlich zum Hören, aber auch andere Fragen zur Mediennutzung Ihrer Kinder, schreiben Sie uns. Wir versuchen möglichst schnell zu antworten. Die Präsentation können Sie sich jetzt im Nachgang gerne noch herunterladen. Ja, und damit bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, für allen, die hier teilgenommen haben, einen schönen Abend. Vielen Dank, Frau Langer. Vielen Dank, Herr Schulte, für das Gespräch. Und in 7 bis 10 Tagen werden wir sehen, dass Sie auf dem YouTube-Kanal diese ganze Sendung sich noch einmal anschauen. Das wäre es jetzt von unserer Seite. Ich wünsche allen einen schönen Abend und ich wünsche allen auch eine sehr schöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten digitalen Elternabend. Tschüss.